Ja, voller Einsatz, genau. Ja, gegen in Action. Oh. Der Martin zeigt, dass er auch ein guter Teamplayer ist. Treffsicher, ja. Ciao. Ich habe nicht gewusst, dass es so sportlich ist. Angriff, immer Angriff. Gut gebaut, sieht nicht nur gut aus, hat auch einen tollen Body, habe ich zwar noch nicht von hinten gesehen. Der Berg muss erklommen werden. Mal schauen, ob er ganz zukommt, auch hier, wo du weit tust. Triumphaler Blick von oben, ciao. Martin kann man gegen ein Bier trinken. Es ging für einen Witz zu haben. Das Lachen, das zu einem gehört. Genau. Er ist nicht nur ein Connoisseur, sondern er tut auch gerne Frauen küssen und tut gerne geniessen. Immer für ein gutes Glas Wein zu haben. Er ist ein Jäger, wohlverstanden vorwiegend auf vierbeinige Wesen. Da muss er mal still sein. Das ist ungeahnt für ihn. Aber ich glaube, er kann es. Ziggy. Es lässt rauchen. So ernst kenne ich ihn fast nicht. Blick nicht mitgenommen. Er ist ein Belesener, er ist ein intelligenter Präsident. Die Handbewegungen der Präsidenten übernehmen es amigs. Zuhören kann man auch. Er tut fighten. Boxring. Wann ist der Mann neben dem Pensum irgendwann einmal müde? Oder wenn hässig oder verrückt? Keine Blessuren hat es gegeben. Ein Krampf, ja. So einen schönen Dialekt. Ich höre ihm gerne zu. Das Kei-Behändigen. Wir haben mit diesem Kampagnenlied deutlich gezeigt, dass BDP bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Letztendlich ist es nicht so rausgekommen, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber das ist halt auch Politik. Man kann nicht immer gewinnen. Guter Entscheid war, auch wenn das Resultat nicht so war. Man hat immer wieder von der BDP und von unserem Präsidenten geredet. Und das ist gut so. Ein toller Präsident. Manchmal allerdings einer, den man, glaube ich, auch noch an den Zügel haben muss. Wenn er sich für etwas engagiert, dann ist er 200%ig dabei. Ich glaube, er hat sich gut eingelebt und er ist gut angekommen. Und hat das Gefühl, es sei wohl dabei. Ich bin sehr dankbar, dass er das macht. Und wir sind alle sehr dankbar. Und ich möchte ihm gratulieren zu diesem ersten Jahr.